Hallo und herzlich willkommen zu unserem Projekt IT Science. Die IT Science Webseite ist eine Webseite für Mathematik, Physik, Chemie und IT-Sicherheit. Unsere Idee war, da vielleicht kennen Sie es, Sie geben ein im Internet Einheitenrechner, dann kommt nur der Einheitenrechner. Wenn Sie eingeben beispielsweise Gleichungen, dann kommen nur Gleichungen. Und wir haben auf dieser Webseite alles eingebaut und oben gibt es auch eine Suchleiste, wo man eingeben kann, dass man nicht durch die Webseite immer was suchen muss. Genau. Ich bin der Andi und ich war dafür zuständig, den Grundaufbau der Webseite zu machen und den Style mit CSS. Hier sehen Sie einen Code, es ist für HTML und oben beim Link ist die Einbindung für die CSS-Datei. Und jetzt übergebe ich an meinen Kollegen Marcel Kraft. Also wie gesagt, ich bin der Marcel. Also ich verwende JavaScript, also wie Sie sehen, das sind ja die Codes für die Formel von Mathematik und also die anderen, also Physik und Chemie. Und wechseln wir mal auf die Website. Okay, wie Sie sehen, gehen wir mal zur Mathematik. Also bei Fläche eines Kreises schreiben wir mal einfach 6 und dann berechnen. Und wie Sie sehen, ergibt es 113,10 Quadrateinheiten, weil wieso Einheiten? Es ist ja gedacht eigentlich für Quadratdezimeter oder Quadratzentimeter. Also ist ja gemeint, dass man vielleicht nicht weiß, ob das vielleicht in Dezimeter oder in Zentimeter. Und bei Pythagoras schreiben wir mal, also geben wir mal ein, dass die Zahl 6 und bei Seite B 3. Und dann berechnen. Also wie Sie sehen, ist ja auch so 671 Quadrateinheiten. Und wenn wir entweder die Seite B wegtun, dann berechnen. Und dann kommt das ein Fehler, weil wir benötigen das Vollständige, also das Seite B. Und die anderen sind ja auch eigentlich das Gleiche und so. Die Formel. Und jetzt gebe ich das Mikrofon an meinen anderen Kollegen. Hallo, ich bin Michael und ich war für die Recherche von Hacker und KI-Systeme zuständig. Ich habe alles aus dem Internet rausgesucht und zusammengefasst. Ich habe auch ein paar Skripte eingefügt, die ich in den Sommerferien einfach mal ausprobiert habe. Die habe ich hier auch eingefügt und ich gebe jetzt das Mikrofon an meinen Partner weiter, der es programmiert hat. Ich bin Paul, ich habe den Hintergrund, also das Design programmiert und die Texte, dass man hier jetzt auf Level 1 klicken kann, dann hier es sich durchliest, dann eine Frage jetzt hier die Antwort zum Beispiel nimmt und hier, welche Hacker sind gut? White Hat, Grey Hat, Black Hat, Antwort White Hacker, Korrektur und dann richtig. Wenn man jetzt eine andere Frage nimmt, welcher dieser drei Hacker würdest du sein? Antwort Black Hatter, das ist nicht eine gute Idee. Und hier jetzt wieder zurück zum Anfang. Dann bist du wieder auf der Hauptseite. Gehen wir mal auf Level 2. Da habe ich auch ein Video rausgesucht. Hier habe ich das meiste über wie kann man Hacker werden recherchiert. Zum Beispiel, was ein Hacker studieren muss. Das wäre dann IT Security. Der erste Hacker der Welt wurde vielleicht doch schon 1944 geboren. Den Begriff KI-System, KI, habe ich auch von nachgesehen und das hat mich wirklich, wow, eine Frau hat den Begriff KI
erfunden. Das kann man irgendwo lesen, das ist ein langer Text. Gehen wir mal auf wieder zurück. Und auf Prankviren. Das sind meine Skripte, die ich über die Sommerferien entwickelt habe. Manche auch aus dem Internet. Am Ende weiß nicht, zum Beispiel bei Code @hackerprank, das ganz unten, da habe ich sogar hingeschrieben, was das für einer ist. Das wäre, da müsste man immer, wenn man ihn erstellt, in Textdokumente und wenn man ihn speichert, dann muss der Name ist egal, aber am Ende muss immer .bat oder .wbs stehen. Ja, gib das Mikrofon jetzt an die Grafikdesigner. Hallo, ich bin Laura und ich habe die Vorstellung und Datenschutz stellt mit Hilfe von HTML und CSS. Bei der Vorstellung habe ich die Avatare auch gepixelt. Ja, und beim Datenschutz habe ich mit Hilfe von ChatGPTs und Datenschutzerklärung gestellt. Ich weiß nicht, ob es alle wissen, aber ChatGPT ist so eine künstliche Intelligenz. Ich kann es leider auch nicht viel besser erklären. Also ich gehe jetzt mal das Mikro weiter an meinen Kollegen. Hallo, ich bin der Milo. Ich habe die Pixel-Grafiken gemacht, die im Prototyp noch nicht enthalten sind, die also nicht so wichtig sind. Ja, sie sind so Personalisierung, so, also dass es einfach ein bisschen hübscher ist und man sich wohler fühlt auf der Website und quasi auch einfach zur Dekoration für die Überschrift und so. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. IT Science!